Ob das nochmal losgeht? Erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Das nur weniger. Also wir, meine Frau und ich, nicht wahr? Wir suchen den Jungen. Ja, Name? Erwin und Elvira Meyer. Name des Jungen meine ich natürlich. Wieso natürlich? Natürlich ist ganz was anders. Können wir mal sagen, was natürlich ist? Natürlich ist, wenn aus dem Hühner ein Huhn kommt und keine Jans, das ist natürlich. Erwin, bitte. Schnauze. Also, bitte, wie heißt Ihr Junge und seit wann wird er vermisst? Heißen tut er Egon und vermisst wird er weniger. Er ist eben weg. Ja. Sein Alter? Sein Alter bin ich. Jedenfalls möchte ich ihr das geraten haben. Ja, bitte. Klasse. Ja, ja. Also, bitte, wie alt ist Ihr Sohn jetzt? Was? Na, vielleicht macht Thomas mal auf. Ja, ja, natürlich. 15,5. Ja. Haben Sie ein Foto dabei? Wozu? Ich meine, zurückgeblieben ist er ja, aber so wie am ersten Schultag sieht er nun da nicht mehr aus. Nein, sieht er nicht mehr aus. Also das letzte Foto ist vom ersten Schultag? Das sagte ich doch gerade, oder? Na, da gab es noch ein Foto, da war er 12. Ja, das wäre schon besser. Ja, das habe ich meiner Mutter geschickt. Na, da warst du ja wieder sehr hilfreich. Gut, also dann bitte jetzt Augenfarbe. Braun, würde ich sagen. Blau, hellblau. Ja, also blau-braun. Ja. Gibt's ja nicht. Also wieder nur. Was? Schreiben Sie braun und hin und wieder auch blau. Also, Egon Meyer, 15 Jahre, vermisst seit... Wir suchen ihn seit einer Woche. Ja, das passt gut, weil wir suchen ihn nämlich auch schon. Ja, das sehe ich seit eben. Nee, seit 5 Tagen und zwar wegen Körperverletzung und Raub. Was? Ausgeschlossen? Seht mal, statt nach der Augenfarbe nach dem Körperbau fragen sollen. Körperbau ist nämlich Marke Kümmerlich, klein und sperrig. Nie hat er sich geprügelt. Nein, nie. Immer bloß abgehauen. Abgehauen, ja, abgehauen ist er in dem Fall auch. Aber vorher hat er noch einer alten Frau die Handtasche geklaut und sie dabei zu Fall gebracht. Was, die Handtasche hat er auch noch fallen lassen? Die alte Frau ist dabei hingefallen und hat sich das Bein gebrochen. Ja, so ist das nun mal mit den alten Knochen. Kaum angetippt, gehen sie schon zu Bruch. Dieser Hirni. Was? Dieser Idiot. Alte Oma, Handtasche. Und das Portemonnaie mit 4,50 und eine Lauserhake und ein Fläschchen Eau de Cologne. Also, nur mal langsam, Herr Mayer. Also, auf die Höhe der Beute kommt's ja wohl... Also, nur mal schneller, Polizist. Jetzt finden Sie mal diesen Trottel. Dann bringen Sie ihn her. Dann können Sie gleich wieder mitnehmen und neben die alte Oma ins Bett lehnen. Erwin, bitte. Schnauze. Also, wollen Sie damit ausdrücken, dass Sie vorhaben, Ihren Sohn bei seiner Rückkehr krankenhausreif zu schlagen? Was schlagen Sie denn vor, Mann? Soll ich vielleicht ein Lamm schlachten und eine Party veranstalten, wie dieser Bibelfuzzi da mit seinem missratenen Sprössling? Also, wenn Sie sich so ausdrücken, können wir Ihren Sohn natürlich überhaupt nicht zu Hause abliefern. So können Sie nicht. Nee. Das werden wir dann schon sehen, was Sie können und was Sie nicht können. Vor allen Dingen können Sie mich mal. Und jetzt gehen Sie mal los und kommen in die Strümpfe und suchen diese Fehlentwicklung. Komm, Elvira, wir gehen. Na, Moment mal, Sie können gerne gehen, mit Ihrer Frau möchte ich gerne noch ein paar Worte reden, ja? Augenblick mal, Sie glauben doch nicht, dass ich Sie und meine Frau alleine lasse, damit Sie der dummen Gans jede Menge Falschaussagen unterjubeln können. Erwin, bitte. Also bitte verlassen Sie jetzt den Raum, ja? Bitte verlassen Sie den Raum. Gehen Sie doch, wenn Ihnen meine Gegenwart lästig ist. Ja, bitte. So, hier, bitte. Loslassen! Verlaufen wir mal! Loslassen! Ihr bewaffneten Arschlöcher! Mein Gott, Erwin! Ja, Frau Meyer, Ihr Sohn ist ja nun leider straffällig geworden. Jetzt erklären Sie doch mal, wie konnte es bloß dazu kommen?